Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa, Fleisch gibt es gleich und was wir heute machen, kommt gleich nach dem Intro. So, heute machen wir einfach nur einen schönen Spießbraten. Jawohl, es muss ja nicht immer mit tausendfachen Shishi-Zeug sein, sondern manchmal sind die einfachen Sachen auch toll. Ich habe mir wieder Fleisch besorgt aus meiner Lieblingsmetzgerei Rotzoll aus Hamm. Schöne Grüße an den Uli. Jawohl, machen wir da. Kassenzettel ist auch noch drin. So, den schmeißen wir erstmal weg. Die Tür, die klemmt. Wer hat eigentlich diese Küche gebaut? Ja, so. Zweieinhalb Kilo pure Freude. So will ich das einfach mal bezeichnen. Ja. Ah, der sieht gut aus. Der sieht wunderbar aus. Ja. Also das ist einer unserer Hauptakteure bei unserem heutigen Festmahl. Schweinenacken, 2,5 Kilo, frisch aus der Kühlung. Klasse. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Wap. Ich habe heute nochmal den von Udenheim. Barbecue Goodness. Muss weg. Ja, nee, hat noch ein bisschen Zeit, ja. Ganz viele Zwiebeln brauchen wir. Hashtag Zwiebelliebe. Schöne Grüße an die Sauerländer. Und Frischhaltefolie. Das war es im Grunde auch schon. Ich wickel noch einmal ein bisschen den Braten ein, ja, weil ich will den auf der Rotisserie packen. Ja, der soll schön drehen, dass er von allen Seiten knusprig wird. Ich habe keinen Bock, den zu wenden irgendwann dann, wenn ich den mache. Also deswegen wird er jetzt einmal ein bisschen angeknotet. Ich habe hier noch mein Metzgergarn. Ja, mal gucken, ob ich das kann. Ja, hab bei YouTube gelernt. Ja, YouTube kennt ihr, ne? Da lernt man so einiges. Aber erstmal, Prost, meine Lieben. So, ich wickel den ein, melde mich gleich wieder. Ja, bis dahin, ciao. So, der ist jetzt eingepackt, der kleine Süße hier. Und es ist Herbst, die Blätter fallen. Passt natürlich wunderbar in diese schöne Auflaufform. Jetzt ein bisschen Wappen. Steht schon ein bisschen länger. So. Ja. So, gerubbt ist es. Ja, die Seite noch. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal vom Vati her. Das ist doch ein schöner Sonntagsbraten, oder? Stelle ich jetzt zur Seite, weil jetzt kommt meine Lieblingsarbeit. Zwiebeln schälen, Zwiebeln schneiden. Das ganze Ding. Warum habe ich eigentlich keine Küchenhilfe oder so? Ja, wahrscheinlich, weil ich so schlecht bezahle. So, Müll, Zwiebeln. Die Zwiebeln, ganz einfach. Ja, erstmal natürlich in kleine Ringe schneiden. Mehr brauchen wir da gar nicht. Ich mache das mal. Ich melde mich gleich dann wieder. Na, das müsst ihr nicht sehen, wie ich das mache. Da kriegt ihr Tränen in den Augen. Gefühlte 5 Minuten später. 200 Kilo Zwiebeln sind geschält und in halbe Ringe geschnitten. Aber das reicht uns nicht. Ja? Diese Zwiebeln müssen jetzt auch noch schön in unseren Wrap eingeknetet werden. Oh, ich glaube, ich habe zu viel Zwiebeln. Habe ich das gesagt? Man kann nie zu viel Zwiebeln haben, oder? Was meint ihr? Nein. So, Fleisch kommt erstmal weg. Ich nehme meine kleine Form hier. Und dann ballern wir mal hier nochmal so ein bisschen was von den Wap drauf. Ah, ich glaube, da kann er noch ein bisschen mehr.
ruhig richtig matschen. Ich muss den mal so ein bisschen, ja, damit der Saft von den Zwiebeln auch rauskommt. Weil das wollen wir ja. Wir wollen, ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber ich will das gleich, ja, den Braten da schön einpacken in diesen Zwiebeln. Ja. Ja, oh, weg damit. Wird halt neuer geholt. So, das macht schon Spaß. Ja, also man muss schon so einen leichten perversen Fetisch haben, ne, wenn man sowas macht. Ah, schön. Zwiebeln hier. Ich hau noch einen Schluck rauf. So. Viel hilft viel, oder? Ich weiß nicht, ist das hier auch so? Ach, alle. Hier, brauche einen neuen. Wenn jemand einen guten Wap hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ja. Bin da gerne bereit, Dinge auszuprobieren, was Wraps angeht. So. Ich finde, das reicht. Jetzt kommt Schatzi drauf. So sieht es jetzt aus. Und jetzt packen wir die ganzen schönen Zwiebeln auf das Fleisch. Drücken es noch ein bisschen fest. Und freuen uns. Ja, das wird ein Fest morgen. Leck mich an die Füße. Vor allem morgen Abend, wenn die Zwiebeln wirken. Nummer 1. Nummer 2. Beim letzten Mal wurde ich ja gefragt, ob ich von der Alufolienindustrie gesponsert worden bin, weil ich so viel Alufolie genommen habe. Ja, also in normaler... Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Normalerweise bastle ich in meiner Freizeit Aluhüte und verkaufe die dann bei eBay. Ja. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Hm? So. Ich packe jetzt hier aber auch ordentlich. Wie hat man früher gesagt, das Zellophan, ist das glaube ich gar nicht mehr, ne? Ist das noch Zellophan? Hat man da früher nicht Zellophan zugesagt? Die etwas Älteren unter uns werden sich vielleicht noch daran erinnern. Die ganz Alten werden sagen, ich kenne nur Kochen über Flamme. Die ganz, ganz Alten werden sagen, was ist Feuer? So. Nein, ich mache das deswegen, weil der Kühlschrank sonst, naja... Wenn ich das Ding dann hier morgen aus dem Kühlschrank hole, ja, ist das dann kein freudiges Erwachen. Wahrscheinlich. So. Genug eingepackt, genug gesabbelt. Der kommt jetzt bis morgen früh, so wie er ist, in den Kühlschrank. Ja. Ohne Ende. Ich glaube, ich habe mit den Zwiebeln etwas übertrieben, aber mein Gott, was soll's. Wie es dann weitergeht, geht, meine ich. Sehen wir dann. Ne? Oder? Der darf jetzt ausruhen. Ja, Freunde, es ist soweit. Wir haben Sonntag, irgendwas kurz nach 11. Der Kleine war jetzt über Nacht im Kühlschrank, ist richtig durchgezogen. Wenn ich hier so gucke, da ist auch richtig schön viel Saft drin. Ja, er riecht jetzt schon. Also ich hätte wahrscheinlich noch dicker einpacken sollen, aber egal. Bevor ich aber weitermache, möchte ich erstmal Danke sagen. Danke an meine Nachbarin Anja. Was hat sie mir gebracht? Schwarze Handschuhe. Jawohl. Ne, mit, ich halte das mal so, damit ihr nicht seht, wo die her sind. Ja, ach, mein, so,
Dankeschön. Ja, das ist super, super lieb. Gucken wir mal, ob die passen. Sie sagten, die müssten dir auch passen, obwohl das M ist. Der Grill hinter mir ist schon einmal so ein bisschen vorgeheizt. Ich habe den jetzt noch mal ausgemacht. Zum Sparen. Och, die sind aber gut. Ja, die passen wirklich. Ja, muss ich morgen noch mal zu diesem Drogeriemarkt fahren. Ein paar Pakete holen, wenn sie die da noch haben. Zack. Passen. Vielen lieben Dank. Jetzt kümmern wir uns ums Fleisch. Jawohl. Also, noch mal kurz die Kerndaten. 2,5 Kilo Fleisch. 2,5 Kilo Zwiebeln. Eine gefühlte, komplette Riesenpackung an Rub. Das Fleisch schön eingepackt. In die Zwiebeln. Ich bedauere es für euch, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Ja, aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Ja, weil ihr seid ja auch alle irgendwie vom Fach, ne? So. Also, sieht super aus. Ist auch schön, schön was an Saft drin. Jetzt packe ich die natürlich nicht so einfach auf den Grill. Wäre zu langweilig. Erstmal die Zwiebeln vorsichtig runter machen. Wenn ein paar drauf bleiben, ist es nicht schlimm, aber wir wollen ja nicht, dass die jetzt gleich am Grill verbrennen. Und das Fleisch dadurch bitter wird. Ja. Dafür wäre es zu schade. Dafür ist das Tier nicht aufgewachsen und nicht verarbeitet worden. Sondern es soll ja schmecken. So. Alles klar. Darf ich das ablecken? Nein, darf ich nicht. Ne? Den Spieß habe ich schon mal vorbereitet. Dann muss ich mal gucken. Und dann vorsichtig rein. Das ist immer so meine Lieblingsdisziplin beim Grillen. Ach, das geht ja butterweich. Geht der Moped da hier rein? Ja, ist ja der Wahnsinn. Ich muss mir unbedingt diesen Drehspießständer. Habe ich das jetzt gerade laut gesagt? Ja. Den Drehspießhalter kaufen. Habe ich gesehen beim Kollegen Klaus, dass der sowas hat. Finde ich super geil. Stellst du einfach den Spieß rein und kannst ihn dann bearbeiten. So. So sieht er aus. 2,5 Kilo. Ein paar Zwiebeln sind noch dran, die stören mich jetzt nicht. Und jetzt kommt der Bursche in den Rotisserie-Motor. Er läuft. Jetzt mache ich die beiden Heckbrenner an. Die beiden Seitenbrenner an. Links und rechts. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, Anja, nochmal vielen Dank für die tollen Handschuhe. Die passen. Wir sehen uns gleich. Ja, habe ja ganz vergessen, euch was über die Kerntemperatur zu erzählen. 72 Grad sind angestrebt. Geschätzte Dauer. Ich denke 2 Stunden. Ich habe noch eine Tropfschale drunter gestellt. Ich werde zwischendurch immer mal wieder kontrollieren, natürlich Temperaturen und mit dem Einstechthermometer. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ich würde erstmal sagen, Füße hochlegen, 2 Stunden Pause. Ja, die Zeit ist um für den leckeren Sonntagsbraten. Ich freue mich da schon drauf. So, ich wollte ja eigentlich ein paar Einstellungen drehen mit, wie sich der Braten auf dem Grill dreht. Ja, daraus ist nichts geworden. Hab zu viel telefoniert. Schöne Grüße an Sven von Grillen geht immer. Schöne Grüße an Kevin. Ja, es ist halt so sonntags mal so telefonieren mit den Freunden. Ist mal was Schönes. Ne? So,
Wollen wir noch mal gucken, wie es geworden ist, oder? Geil sieht es auf jeden Fall schon aus. Ich habe noch eine kleine Soße angerührt. Ich hatte noch ein bisschen Rinderfond über. Dann habe ich die Zwiebeln, ein paar davon, hineingegeben. Noch ein Schluck Wasser. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen Bier oder so nehmen können, aber das habe ich mir geschenkt. Die Soße, ja, ist mit wichtig. Aber das, Leute. Da. Sieht super aus, schön saftig. Wir sind ja zivilisiert. Wir nehmen Messer und Gabel. Und wir rühren nicht mit Brot im Mund. So. Familie kriegt heute nichts zu essen. Das esse ich alleine. So muss ein Spießbraten aussehen. Lecker. Kerntemperatur ist erreicht. Bin ein bisschen drüber. Bei 72 Grad bin ich gelandet. Ist aber auch nicht so dramatisch wild. Bombastisch. Leute, wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Glocke, Kommentare. Wir haben Hunger. Erzählt aber trotzdem noch weiter, was das hier für ein geiler Kanal ist. Ja, mit einem netten Kerl. Geile Kappe. Und so hat alles. Was es als nächstes gibt, werden wir sehen. Ja, ich lasse mich da selbst noch mal so ein bisschen inspirieren. Aber es wird schon wahrscheinlich was zu essen sein. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ja, bis demnächst. Schönen Tag noch. Euer Papa liebt Fleisch.